Moin Moin zum Wochenfinale und gleich werden wir wissen, wer heute 3000 Euro für einen guten Zweck spenden darf. Wir haben wieder die Profiwoche und sind in der Freitagsausgabe natürlich im Finale und ich begrüße wieder Cornelia Poletto. Lieber Mario. Björn Freitag. Hallo Mario. Und Christoph Rüffer. Moin Mario. Und heute ist die Aufgabe für unseren Juror Johann Lafer, man sagt ja auch so der Dessertgott, umso schwieriger, denn es gilt aus einem Warenkorb ein Dessert zu machen. 35 Minuten ab jetzt, an die Pötte fertig, los geht's. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Johann Lafer himself, der Meister der österreichischen Mehlspeisen, hat einen Warenkorb geschrieben, verlangt ein Dessert von unseren drei Profis. Und ich lese ganz kurz vor, was es heute gibt, was er sich unbedingt wünscht. Ihr wisst es mittlerweile ja alle, deutlich sicht- und deutlich schmeckbar. Ich glaube, er braucht immer noch keine Brille. Gestern hat er sich ja ganz gut hier am Jurorentisch zurechtgefunden. Heute im Warenkorb Walnüsse, Rhabarber und Äpfel. Das sind die Pflichtkomponenten. Und zusätzlich darf verwandt werden Strudelteig, Quark, Rosinen, Charanté-Melone, gemischte Beeren, Orangenlikör, Puddingpulver und eine Vanillestange. Ich selber lasse es mir auch nicht nehmen, eine Kleinigkeit daraus zu kochen. Das ist ja wirklich so im Dessertbereich. Alles, was das Herz begehrt, ist dabei. Ich mache heute ein kleines Quark-Soufflé oder ein, nennen wir es mal, Topfengratin mit einem Ragout aus Rhabarber und Äpfel. Und dazu gibt es bei mir, ähnlich wie gebrannte Mandeln, mache ich gebrannte Walnüsse. Aber vorher möchte ich noch mal, damit die Spannung bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer auch fast überschwappt, einen Blick auf die Tabelle werfen. Denn es steht Björn Freitag mit 7 Punkten, Cornelia Poletto mit 9 Punkten und Christoph Rüffer, ja, der hat ja wirklich die Achterbahn in Perfektion hingelegt mit 8 Punkten. Es ist also wirklich knapp und ich erkläre ganz kurz die Spielregeln nochmal. Falls es einen Punktegleichstand geben sollte, dann wird derjenige die Ehre haben, diese 3000 Euro an eine gemeinnützige Institution zu spenden, der die meisten Tagessiege davongetragen hat. Also, bleiben Sie gespannt, bleiben Sie uns treu, lehnen Sie sich zurück, denn unsere Profis, meine geschätzten Kollegen, haben sich was Tolles ausgedacht. Und ich rufe Thorsten, ich rufe Björn Freitag. Ja, Nachtisch. Hallo lieber Mario. Was gibt? Es gibt heute einen Topfenschaum, ne? Wir haben ja Quark hier im Angebot. Mit diesem Magerquark, ich weiß gar nicht, ist es Magerquark? Oder ist es, nee, ja, es probier doch mal. Kannst du das rausschmecken? Nee, ja, ich probier mal eben. Kennst du bei Magerquark, wenn das dann auf der Zunge so klebt? Oh, das ist Magerquark, ja. Also, da müssen wir ordentlich Sahne unterarbeiten, damit der auch gut schmeckt. Und das mache ich ja heute. Ich mache einen Quark, was habe ich vorhin gesagt, Topfenschaum. Also einen Topfenschaum. Den binde ich nachher nur, also wir haben ja keine Zeit heute groß mit Gelatine hier zu binden oder mit anderen Sachen. Deshalb binde ich das nur mit geschlagener Sahne und geschlagenem Eiweiß. Dann verbrennen mir hier fast schon gerade meine Walnüsse. Es gibt nämlich karamellisierte Walnüsse dazu. Und Rhabarber. Und noch so schöne Hippen mache ich im Ofen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Gericht genau genannt habe. Auf jeden Fall gibt es noch Äpfel dazu. Die Äpfel, die koche ich jetzt hier schön in so einem Weißweinsud. Damit die auch schön weiß bleiben, gebe ich noch ein bisschen Zitrone dazu. Und dann werde ich die gleich mal hier durchkochen. Die habe ich vorher geschält. Und daraus mache ich hinterher so ein schönes Apfelpüree, aber möglichst weiß. Weil Apfelpüree, so richtiges Püree, ist ja meist immer so gelblich. Und ich habe den Anspruch heute, deshalb koche ich hier in diesem sauren Fond, dass die schön weiß hinterher sind. Ja, und das wird dann hinterher ein Rhabarber-Apfelkompott. Also Rhabarber wollte ich im Ofen machen, die Äpfel püriert. Und dann dieser schöne, leckere Ofen-Rhabarber, der auch sogar noch mit ein bisschen Olivenöl und Rosmarin aromatisiert wird, der kommt dann in den Apfelkompott hinterher rein. Ja. Das klingt wie ein Nachtisch. Und ganz kurz unter uns, Björn, ja. Hand aufs Herz, wenn Johann Lafer, also Mr. Dessert himself, jetzt heute dann zum Verkosten kommt, ist man da noch mal so im Laufe dieser Woche extra aufgeregt? Oder sagst du, ja, ich mache einfach so, wie es geht? Nee, ich mache einfach so, wie es geht. Und wenn ihm das schmeckt, dann kann der Johann gerne das Rezept haben. Ne? Und zwar kann er dann das per Faxabruf bei mir abrufen. Dann. Quarkschaum mit karamellisierten Walnüssen und Apfel-Rhabarber-Kompott. Ein toller Nachtisch,
Ich meine, Apfel und Rhabarber oder Erdbeeren und Rhabarber, das passt sehr, sehr gut zusammen. Also ich bin sicher, das wird in dieser Woche der perfekte Abschluss für mich. Eine Station weiter nach Hamburg. Ich rufe Cornelia Poletto. Was gibt's zum Nachtisch? Mario, ich grüße dich. Also ich mache einen gebackenen Apfeltopfen mit ein bisschen Rhabarbersalat. Und dafür habe ich jetzt hier schon ein bisschen was von unserem Quarktopfen, wie auch immer man es nennen möchte, mit Eigelb vermischt. Da kommt ein bisschen Vanillepuddingpulver rein. Eigelb, Apfel gerieben und vorher auch ausgedrückt. Jetzt habe ich hier in etwas Weißwein so ein paar Rosinen, einfach nur so weich gegart. Etwas karamellisierte Walnüsse, die kommen gehackt runter. Jetzt wird das Eiweiß separat aufgeschlagen mit ein bisschen Zucker. Also eigentlich so ein bisschen wie eine Soufflé-Masse. Ja, und da ich also wirklich nicht zu den ganz großen Dessert-Experten gehöre, bin ich sehr, sehr gespannt, wie mir das hier alles so gelingen wird. Aber ich freue mich drauf und ja, gucken wir mal, wie das wird, ne? Also Ofen ist auf jeden Fall vorgeheizt. Ist ja auch schon mal was. Das würde ich mal sagen, sind super Voraussetzungen. Und dann rufe ich noch mal Hamburg, Christoph Rüffer. Frage unter uns. Puddingpulver steht im zusätzlichen Warenkorb. Also ja. So, man kennt das ja, ne? Das Päckchen, Schere dran, Pudding ist fertig. Benutzt du sowas heute oder was machst du eigentlich überhaupt zum Nachtisch? Also da stand zum Beispiel auch Strudelteig, Topfen, Rosinen, Puddingpulver. Strudelteig, Topfen, Rosinen, Puddingpulver. Ich glaube, Johann wollte sich selbst beglücken und so einen schönen Topfenstrudel hätte er gern, glaube ich, gehabt. Ja? Schreit danach, ja. Ich fand ganz interessant, der Strudelteig, der dabei enthalten ist. Und dachte zuerst auch an so einen Topfen Milchrahmstrudel. Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich glaube, das kriege ich in 35 Minuten nicht hin. Das ist tricky. Also da wüsste ich nicht, was ich machen sollte, wenn ich den raushole und der ist nicht gar, ne? Dann null Points. Also nein, ich mache heute mal etwas, was ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Tatsächlich nämlich ein Topfen-Omelett. Und ich habe den Apfel so ein bisschen irgendwie überlesen. Und jetzt sagten hier gerade Björn und Cornelia, hör mal, Apfel ist Pflichtzutat. Und ich so, oh, was? Apfel ist Pflichtzutat? Also, mein Apfel, wo ist mein Apfel? Irgendwo liegt hier noch mein Apfel. Guck mal hier, da ist er. Den werde ich dann doch gleich, ich mache noch so karamellisierte Früchte zum Topfenomelett. Den werde ich so ein bisschen mit karamellisieren. Und habe hier so ein paar Beerenfrüchte, die ich mir ausgesucht habe, die karamellisiere ich. Und auch den Rhabarber, das ist so ein schönes Ragout hab und ja, und schönes Topfenomelett dazu. Die Walnüsse, die karamellisiere ich tatsächlich genauso wie Björn auch. Habe ich mir hier schon so ein bisschen Zucker aufgestellt, der jetzt hier warm wird. Und dann kommen gleich hier die schönen Walnüsse rein, karamellisiere die und dann hacke ich die ein bisschen durch, dass so eine Art Walnusskrokant wird. Ja, so habe ich mir das heute vorgestellt. Um dann noch so ein bisschen die Sensorik anzusprechen, was Knuspriges obendrauf. Ja. Und auch wenn wir in dieser Woche natürlich immer den nötigen Abstand zueinander gehalten haben. Lieber Christoph, ich habe aus dem Augenwinkel bei dir was entdeckt, weil du arbeitest in der Patisserie, finde ich das auch total normal, das so zu tun, mit einem Rezeptbüchlein. Und das hält irgendwie gerade noch so zusammen. Magst du uns vielleicht so zwei, drei Sätze zu diesem tollen Büchlein erzählen? Hör mal, das hier, das ist uralt, das ist noch die ersten Rezepte aus meiner Lehre und alles. Ja, guck mal hier, das ist hier teilweise, ja, da ist ein bisschen was Neues drin und teilweise ist das hier ganz zerfleddert, ne? Teilweise kann man es schon gar nicht mehr richtig lesen, was ich da mal geschrieben habe, aber das ist eins meiner ersten Rezeptbücher gewesen. Guck mal hier, Ravioli-Teich, ja, Sardellen, Ravioli-Fülle, Kräutersoße, Lachsfass und so weiter. Das ist wirklich uralt und ja, da habe ich das Topfenomelett raus. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht und ich dachte, Mensch, was soll's. Du probierst es heute mal wieder aus. Ich mache ein Topfenomelett, habe ich früher mal gemacht, aber ich glaube, ist mindestens 12 Jahre her, vielleicht sogar 15 Jahre her. Da habe ich das mal in meinem Restaurant auf der Karte gehabt, schönes Topfenomelett mit Rhabarbersorbet, Himbeere und Orange. Ob ich das noch so hinkriege? Dafür ist das heute gut.
zu sehen. Du hast aber noch was auf dem Herzen gerade. Guck mal hier. Was ist das? Schön aufgeschlagener Eischnee. Weil ich wollte also einen Topfenomelett machen, was auch schön fluffig ist. Und deshalb habe ich das Eigelb hier mit Quark und Creme fraiche verrührt, Vanille und ein bisschen Vanillezucker. Habe den Eischnee zuerst mit Salz, einer Prise Salz, schön schaumig geschlagen. Und habe dann noch mal Zucker dazu gegeben, dass es wirklich ein sehr standfester Schnee ist. Ja, sieht man hier. Gut, dass es jetzt gehalten hat, ne? Sonst sehe ich aus. Aber der kommt jetzt darunter und zum Schluss ein bisschen Weizenpuder habe ich hier reingeschrieben. Ich glaube, ich habe damit damals Mehl gemeint, ja, Weizenpuder. Und dann mache ich das hier zu einer schönen fluffigen Masse und da backe ich hier gleich in diese zwei Pfannen mein schönes Topfenomelett. Ich kenne Weizenpuder aber auch als eine Begrifflichkeit für Stärke in der Tat. Ja. Das musst du jetzt für dich entscheiden, was du damit gemeint hast. Ich habe hier vielleicht auch noch mal was ganz Interessantes in der Pfanne, denn ich mache gebrannte Nüsse, ähnlich wie diese gebrannten Mandeln. Und ich habe einen Sirup gekocht, ähnlich eines Läuterzuckers, mit einem Teil Wasser und einem Teil Zucker. Und jetzt passiert gerade hier was ganz Interessantes. Und weil ich für mein Leben gern Dessert mache, weiß ich auch, wie das begrifflich richtig heißt. Der Zucker ist gerade gebrochen. Und dadurch hat er sich jetzt durch das sirupartige Einkochen komplett um die Nüsse herum gelegt. Ich habe die Temperatur etwas reduziert. Und jetzt muss ich den Moment abpassen, bis der Zucker im Prinzip anfängt zu schmelzen und dann ähnlich wie bei der gebrannten Mandel durch dieses Knack, wenn man auf das Karamell beißt, sich dann hier komplett drumherum ummantelt. Das ist also mein Teil und ich bin noch nicht ganz so weit wie ihr, denn ich möchte als nächstes meine Gratin-Masse machen. Und liebe Frau Poletto, gibt's was, wo ich helfen kann? Ja, ich habe, glaube ich, meine Masse gerade versalzen. Weil du was gemacht hast? Salz und Zucker verwechselt? Weißt du was? Das erinnere ich noch, das hat Johann auch mal gemacht. Salz und Zucker verwechselt? Mhm. Darf ich mal ganz ehrlich sein, so zu dir? Also das ist, glaube ich, jedem schon mal so gegangen, oder? Ja. Ja, schon ganz schön salzig, ne? Und jetzt, was machst du? Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Apfel rein. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Schauen wir mal, ist ja noch genug Zeit. Es geht noch gerade, es war nicht viel. Ja, also am Schluss wird es für mich tatsächlich noch mal richtig böse, weil ich glaube, es geht ungefähr 80% meiner Kollegen so. Einfach mal so Dessert aus dem Ärmel schütteln ist eine ziemlich fiese Angelegenheit. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe da so eine Idee gehabt, ich mache da so ein bisschen Gewürzapfel-Ragout mit dem Ricotta gemischt oder Tropfen, was ich habe. Ich habe Puddingpulver, immer wieder SOS, Hilfe, Puddingpulver, bringt mir eine Bindung rein. Dann backe ich das Ganze hoffentlich knusprig auf. Vielleicht nenne ich es auch irgendwann nicht mehr Rhabarber, sondern Labersalat. Mal gucken, was daraus wird. Ich werde alles geben. Das ist ja doof. Naja, egal. Nur ein guter Koch ist der, der improvisieren kann. Das versuche ich jetzt gerade. Ja, das haben wir ja, glaube ich, eindrucksvoll im Lauf dieser Woche unter Beweis gestellt. Der Herr Freitag improvisiert auch was da hinten, ja, mit seinem, das ist Küchengerät. Klar, Chef, dass du mich jetzt ansprichst hier gerade. Weil Sahne ist immer das, wo ich die meisten Fehler mache, Sahne schlagen. Ne? Ja, und sieht aber noch gut aus, weil Sie wissen ja selber, wirklich nur 2 Sekunden zu lang und man hat Butter, gerade mit so kraftvollen Maschinen hier. So, ich glaube, die ist gut jetzt. Und wie weit bist du denn mit deiner Sahne? Ja, pass auf, das zeige ich dir jetzt gleich. Und zwar, ich habe jetzt hier Eiweiß geschlagen und da gehe ich mal eben nach vorne zurück. Weil da ist jetzt wirklich ganz wichtig, dass das Eiweiß so steif ist, wie wenn man so Baiser machen will. Ne? Also richtig, hier könnte ich mir jetzt über den Kopf halten. Ne? Ja, mach mal, der Christoph hat das auch getan. Ja, ja, so. Ah, nee, ist was. Nicht dein Ernst. Ja. Ich habe keinen Spiegel hier. Vielleicht könnt ihr mal in der Kamera gucken. Ist alles gut? Super, alles gut, sieht super aus mit Eiweiß immer. Aber es ist trotzdem steif, glaubt mir das. Ja? So, da kommt jetzt, also ich habe die Quarkmasse angerührt, ne? Diesen Magerquark mit ein bisschen Sahne. Dann habe ich da dran gemacht Vanille, dann ein bisschen Zitronen- und Orangenabrieb. Und jetzt muss die ganze Masse vermischt werden hier. Und das ist echt schwer, weil der Quark so ein bisschen zäher ist, merke ich gerade. Merkt ihr das auch, dass der Quark so zäh ist? Das ist fast mehr wie so ein Schichtkäse, der Quark. Ja, genau. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob man hier in Hamburg anderen Quark hat, aber bei uns im Ruhrpott gibt es den nicht, den Quark. Und jetzt muss man das irgendwie so zusammenrühren, dass der Johann nicht hinterher sagt, das wäre noch krisselig oder so. Also große Monsteraufgabe jetzt gerade. So. Aber es ist keine unlösbare für dich, oder? Nee. Ich weiß es noch nicht.
Ich würde da gerne mal so ein bisschen beibleiben, weil das sieht irgendwie total spannend aus, was du tust. Also und zwar geht das folgendermaßen. Warte, ich muss ihn mal einmal sauber machen hier mir. So, naja. Also, das Ganze, Quark enthält ja Wasser, ne? Der einzige Quark, der kein Wasser enthält, ist zum Beispiel Ricotta oder wenig Wasser. Und deshalb gebe ich das Ganze jetzt nochmal auf ein Sieb. Das hole ich mal eben von hinten nach vorne. So, da macht man sich einfach so einen Durchschlag hier. So, ne, Durchschlag. Und dann gebe ich das auf ein Tuch. Und das überschüssige Wasser kann jetzt über Nacht, also kannst du Johann anrufen, der kann morgen leider erst kommen. Nee, das ist leider nicht. Ja, also eigentlich muss es über Nacht abtropfen, aber ich merke von der Konsistenz, das geht auch so jetzt. Aber man gibt's, auf jeden Fall gibt man das so in so ein Tuch rein. So, dann decke ich das zu. Vorher probiere ich es natürlich noch einmal. Was mache ich hier eigentlich? So, ich probiere es, aber sag nichts dazu, ob es schmeckt oder nicht. So, dann decke ich es zu und dann ab in den Kühlschrank. Also der Quarkschaum, der ist sehr dankbar, weil der braucht keine Gelatine. Das heißt, der braucht keine lange Andickzeit. Das heißt, ich nehme da einfach, ich mixe den aus drei Komponenten zusammen. Der hat hinterher trotzdem einen schönen Stand, ist aber fluffig. Und ich mag das eigentlich gerne. Gerade Quark oder Joghurt mit Walnüssen ist ja auch so ein griechischer Klassiker. Passt super. Und Rhabarber finde ich richtig, kann man richtig lecker machen. So ein Hauch aromatisiert mit Rosmarin. Apfel püriert dazu, wunderbar. Hätte einer von euch so ein bisschen geschlagenes Eiweiß übrig, wenn ich mal so fragen darf? Ja, ohne Ende. Ja? Dürfte ich mir vielleicht, weil ich mache auch so eine Gratinmasse, indem ich Eigelb mit Zitronenabrieb, Vanillezucker. Ich bring's dir auf halbem Weg vorbei. Eine Prise Salz verrührt habe. Und das möchte ich dann später über meinen Kompott geben, um das Ganze im Ofen zu gratinieren. Und hier kurz aufgepasst und an dieser Stelle auch ein wichtiger Sicherheitshinweis. Obacht! Der Karamell ist goldgelb und wir haben jetzt hier, und das ist immer so ein bisschen schwierig zu erkennen, sehr viel Temperatur in der Pfanne und ich gebe Ihnen jetzt den Tipp. Mario. Ja, das ist super, nehme ich mir sofort. Ja. Bitte niemals diesen Löffel ablecken, denn wenn das Karamell so eine schöne Bernsteinfarbe hat, hat es ungefähr eine Temperatur von 160 Grad und zum Abkühlen gebe ich dir jetzt einfach hier hinten auf einen Teller. Eleganter wäre es, wenn ich ein Backpapier gehabt hätte, dann ist der Teller nachher nicht so klebrig. Und durch das Abkühlen entwickelt dann das Karamell eben diese schöne, krosse Note und es cruncht und es knuspert, wenn man dann da drauf beißt. Also ähnlich wie bei so einem Krokant. Conny! Ja, ich bin gerade sprachlos. Okay, das ist schlecht. Alles gar nicht so einfach mit diesem Strudelteig. Der ist das, kennt ihr das, wenn der so reißt? Aber ja. Der ist bei dir auch am Quark. Ich glaube, also das ist sowieso, das ist das Allerwichtigste, dass man immer einen Schuldigen findet. Genau, wir Köche brauchen ja immer irgendwie, dann ist der Herd, der Mixer, die Pfanne. Es liegt auf jeden Fall liegt am Quark. Nein, ich habe jetzt meine Masse hier fertig gemacht, Mario, mit dem schwierigen Quark, wie es ja Björn ja auch schon erkannt hat. Und ich habe aber gerade das gleiche Problem. Der rührt sich nicht glatt, oder? Nee. Ich habe in der Zwischenzeit meine Gratinmasse so weit fertig, dass ich sie bei Grill-Großfläche 230 Grad überbacken kann. So, jetzt, Christoph, bist du soweit? Es ist soweit. Ja, ich muss erst mal das hier in Gang kriegen. Was muss ich jetzt noch machen? Eiweiß brauche ich nicht mehr. Ah, ja. So, Achtung, dann lassen wir uns den Moment nicht nehmen. Äpfel sind drin. Schnaps dazu. Ah, vorsichtig mit der Kamera. Boah! Okay. Ja, Ralf Zacherl hat das nur einmal gemacht. Alles noch dran. Sind auch dran? Ja. Okay. Alles gut. So, guck mal hier. Aber jetzt erklär uns bitte auch. Ich meine, es sieht auf der einen Seite spektakulär aus. Das hat ja durchaus auch eine Wirkung, dieses Karamellisieren, ne? Also es hat das Karamellisieren oder das Flambieren? Ich wollte das Flambieren auch ansprechen. Das Flambieren ganz einfach, dass dieser Alkoholgeschmack auch so ein bisschen verfliegt. Aber dass du halt diese vom Orangenlikör, diese Orangennoten einfach auch so ein bisschen drin hast. Ne? Und jetzt habe ich hier gerade noch so ein bisschen Orange ausgepresst. Und jetzt kochen wir hier diesen leichten Karamell, der hier fest ist, kochen wir jetzt ganz langsam, nicht zu schnell, kochen wir den jetzt wieder los, dass die Äpfel hier schön karamellisieren. Und dann geben wir auch Rhabarber und alles andere dazu. Ich rufe Björn Freitag, ich rufe Thorsten. Wie ist die Lage, Jung? Ja, ich versuche gerade mal irgendwie meinem Apfelpüree, was wirklich sehr schön hell geworden ist,
eine große Fläche zu geben, um das zu erkalten zu lassen im Kühlschrank. Und dann bin ich fertig. Ja, geil, du hast noch 12 Minuten. Nein, war ein Spaß jetzt, Herr Christoph wird schon nervös. Nein, ich bin noch nicht fertig. Nee, ich habe noch hier im Ofen. Oh Gott. Nein. Was ist passiert? So kenne ich dich, mein Freund. Ja, was ist passiert? Wir haben ja nur 11 Minuten, Gott sei Dank. Ja. Also leider wurde ich gerade hier wieder von meinen... ich habe die ganze Zeit an die gedacht. Ne? Und irgendwer hat mich jetzt abgelenkt. Nein, egal, du bist nicht schuld. Ich habe es wieder versaut. Und die mache ich gleich noch mal. Aber eigentlich sehen die ganz schön aus, nur die sind natürlich viel zu dunkel. Was ist denn passiert? Ja, die sind verbrannt, meine Hippen. Meine Hippen sind verbrannt. Deine Hippen sind verbrannt. Ja. Oh Gott, und jetzt? Oder sie gehen die noch? Nee, gehen nicht mehr, ne? Ja, jetzt muss ich neue machen, aber wir haben ja noch 11 Minuten Zeit. Ist ja alles noch entspannt, ne? Weil im Prinzip, also ich habe meinen Quarkschaum fertig. Ich habe, was habe ich denn eigentlich noch gemacht? Ich habe das Kompott fast fertig. Hier ist noch der Rhabarber. Der ist noch im Ofen hier. So. Der soll schön so ein bisschen Biss noch haben gleich. Den habe ich, wie gesagt, mariniert mit ein bisschen Olivenöl, Zucker und ein bisschen Rosmarin. Habe ich übrigens vor ein paar Tagen auch schon mal gemacht. Sehr lecker. Also ich bin ja nicht so der Dessert-Mensch, aber ich glaube, es gibt schlimmere Warenkörbe. Also wenn wir jetzt... Also für mich wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen, wenn da jetzt Mehl als Zutat gestanden, als oberste Zutat im süßen Warenkorb. Ich habe jetzt einen total tollen Rhabarbersud, das habe ich mal so gehört, aus den Schalen angesetzt. Habe erst noch so einen kleinen Karamell, meine restliche Vanilleschote dazugegeben. Jetzt habe ich noch ein bisschen Himbeeren. Das werde ich jetzt gleich alles durch ein Sieb streichen. Da lasse ich dann nur noch meinen Rhabarber drin ziehen, sozusagen. Also das ist so meine Idee. Schön wäre, wenn ich nicht noch mal Milch und Salz, Salz und Zucker meine ich, verwechseln würde. Das war nicht schön gerade. Aber ansonsten haben wir wirklich noch 8 Minuten. Das ist ja verdammt lang, Björn. Ja. Oder was denkst du? Ja, ich habe nur gerade wieder, ich mache gerade wieder diesen Anfängerfehler, wenn man mit so Strudelteig arbeitet. Ne? Also nochmal ein Riesentipp für zu Hause auch. Sollte man den nicht einfach so liegen lassen, weil der wird sofort trocken, ähnlich wie beim Nudelteig auch. Also immer sofort wieder in Folie einwickeln. Ich habe noch flüssige Butter, wenn du möchtest. Ja, gerne. Boah, das wäre ein Traum. Das würde ich dir sofort das überreichen. Ich, danke dir. Weil das ist also, ja genau so in diesen Zeiten trocken. Muss man zusammenhalten. Ja, das ist unglaublich. Auch wenn es nur der Strudelteig ist, weißt du? So, und jetzt dann würde ich gerne noch mal den Christoph fragen. Du hast ja auch zum zweiten Mal jetzt dann hier schon auf dieser Seite gestanden. Du hast dich aber auch schon mal eine ganze Woche hier so durchgeschlemmt. Die Zeiten, diese Woche, das Miteinander kochen, wie ist es dir ergangen? Diese Woche? Ja. Ja, Achterbahn der Gefühle, ne? Tagessieg, ein Punkt. Tagessieg, ein Punkt. Also heute vielleicht mal so eine mittlere Wertung, das wäre auch mal was ganz Neues für mich. Aber ja, also wir müssen mal gucken, bei meinem Topfenomelett hier, also ich habe das Gefühl, die Pfanne wird hier nicht richtig heiß, leider. Oh, wo gucken? Ich muss auch mal gucken. Wo ich echt schon aufgemacht habe, also hochgedreht habe auch, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Noch sieht es verdammt roh aus, 7 Minuten. Das wird knapp. Ich habe gerade Glück gehabt, mir ist es auch gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich werfe mal so einen Blick, vielleicht kannst du mit hier reinlugen. Es nimmt ganz leicht Farbe. Und es souffliert auch durch das schön aufgeschlagene Eiweiß bei mir in diesem Gratin-Förmchen. Ja. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe jetzt noch die Nüsse zu hacken und dann kann ich mich um meine Beerengarnitur kümmern. Und das Schöne finde ich, dass wir ja alle irgendwie, man sagt ja immer, alle Köche kochen auch nur mit Wasser. Wir machen das irgendwie alle doch so ein bisschen gleich. Cornelia hat gesagt, sie hat die Schalen reduziert. Ich habe sowas Ähnliches gemacht. Ich lasse jetzt hier diesen Fond einfach noch so ein bisschen abkühlen, um dann so ein bisschen mit Sößchen auf dem Dessertteller zu unterschreiben. Vielleicht brauche ich noch einen ganz kleinen Schuss Tröpfchen Alkohol. Und dann sind wir soweit, dass wir hier mit diesem freundschaftlichen Kochen in dieser Woche gleich auch zu einem Abschluss kommen können. Und da ist er. Und bei sowas geht mir ja echt immer so ein bisschen das Herz auf. Das war jetzt wirklich in der Kürze der Zeit aus den Rhabarberschalen, ein bisschen Erdbeeren und ein bisschen roten Früchten mit Sirup gekocht, der
Ich weiß nicht, ob Sie es zu Hause auch so sehen, der einem irgendwie farblich so ins Auge springt. Der hat Glanz, der hat Farbe. Und das ist das Schöne, dass irgendwie Kochen manchmal so einfach sein kann. Du hast ein Auge mit auf meinen, schaust du mal in meinen Ofen rein? Guck mal, hier machen wir das auch mal so ein bisschen modern, garnieren das Ganze mit ein bisschen Pfefferminze. Oh oh. Also, oh. Ja, geht noch, ne? Ha? Geht noch, oder? Ja, aber bis ob das so richtig durchpasst. Geht noch ist ja auch so ein geiler Satz in der Küche, ne? Chef, geht noch oder? Geht, ja, noch. Immer her. Geht noch. Ja, was geht denn noch? Nee, eigentlich geht nichts. Also in der Sterne-Gastronomie darfst du nie sagen, geht noch, ne? Das ist so wie wenn ein Koch ein verbranntes Schnitzel umdreht und gibt's dem Gast, ne? Also geht noch. Darf ich nie sagen. Nee, da kommst du auch heute nicht mehr durch und du sprichst es aber gerade an. Ich denke mal, das hat jeder von uns schon mal in der Vergangenheit irgendwie gemacht. Habt ihr das gesehen? Hat das jeder von euch schon mal gemacht? Was hier los ist bei mir im Ofen, das ist sozusagen... Nein, haben wir nicht gesehen, Conny. Das sind Strudel-Giganten, die gegeneinander anträgen, weil jeder möchte schöner sein als der andere. Hier ist... Der ist leider eingeklemmt gewesen. Oh. Kacke. Habe ich gerade gesagt, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Also ich hab du, wirklich nichts Menschliches ist uns fremd in dieser Woche. Ich finde es einfach nur schön, dass man in diesen Zeiten mit gemeinsamem Kochen irgendwie super, so ein bisschen ja. mal macht wirklich Spaß. Die Richtung wechseln kann. Der Fokus liegt, obwohl die Situation für uns alle nicht einfach ist, jetzt einfach mal ganz woanders. Ich hoffe, dieser Spaß transportiert sich ein wenig zu Ihnen ins Wohnzimmer. Wir haben Spaß an der Freude. Wir kochen hier tolle Gerichte und... Christoph, du hast gerade ein Problem. Was für eins? Ach, ich bin so blöd, Sahne aufzuschlagen. Ey. Unglaublich. Ich ärgere mich gerade über mich selbst. Also wirklich. Guck mal, wie das hier aussieht. Ich habe kein hohes Gefäß gefunden. Dachtest du, nimmst hier schnell so eine hohe Sauteuse und machst da die Sahne rein und schlägst ein bisschen Sahne noch für Wolf. Komm mal, nimm meine. Hast du was? Wie ist das Sahne? Wenn ihr das rein? Das Sahne, rein Sahne. Ich habe hier noch Vanillezucker drin. Ja? Hab ich? Ja, habe ich nicht drin. So. Wie viel haben wir noch? 3,30? Wir haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Ja. Na super. Mhm. Ich bin gerade total happy von meinen gebrannten Nüssen. Wie war das nochmal? Die einfach durch Zucker ziehen oder so, ne? Bisschen Wasser und dann durch Zucker ziehen. Oh, jetzt hier, bei mir ist es soweit. Ich habe Glück gehabt. Aber das wollten wir auch machen. Manchmal brauchen wir auch Glück beim Kochen. Ich habe genau den richtigen Moment erwischt. Und es ist deutlich gebräunt, aber es ist nicht verbrannt. Und ich mache jetzt Folgendes. Mein Topfengratin mit Rhabarber-Apfelkompott arrangiere ich jetzt einfach hier neben meinem schönen Beerenbouquet. Ich bin total happy über diese gebrannten Walnüsse. So wie auf dem Jahrmarkt diese gebrannten Mandeln. Hat sich wunderschön drumherum gelegt, diese Zuckerschicht. Und die sind herrlich knusprig. Die lege ich jetzt einfach. Soll ich die jetzt hacken? Oder? Nee, ich leg die einfach in ihrer Gänze hier so drauf. 1, 2 und 3. Und dann mache ich noch. Warte mal, ich habe das auch vorbereitet hier. Irgendwo. Ein wenig Puderzucker. Und stäub das Ganze hier oben ein bisschen ab. Und dann ist das mein Dessert für heute. Und für euch heißt es. Die Musik läuft. 2 Minuten. Endspurt in dieser Woche. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Griffi, was hast du jetzt gerade in den Ofen geschoben noch? Was? Ich habe noch mal geguckt, ob das wirklich auch fest wird. Wird und? Fest. Und? Wird's? Oh, meine Walnüsse, die habe ich ja ganz vergessen. Die muss ich auch noch... Björn, Hippe Nummer 2, wie wird sie? Ja, werden gerade. Werden gerade? Ja. Frau also, Poletto. Gut. Gut. Der ist super. Wie salzig ist der Nachtisch? Ist fast fertig hier. Wo ist mein Spritzbeutel? Schön. Ich habe einen für dich. Hier. Geh mal schnell her. Ich leg dir einen hin. Danke. Und ihr wisst es, wenn das Licht angeht, ist die letzte Minute für diese Woche angebrochen.
Unter Druck entstehen Diamanten. Oh, schau mal hier, Tüpfchen, Wärmchen, so schöne hochgezogene Dinger. Oh lala. Oh lala. Conny, darf ich von dir ein bisschen Butterzucker haben? Hast du Zeit? Darfst du. Aber ich brauche auch noch welchen. Warte, ich gebe dir das voll, ja. Oh. 20 Sekunden, ihr Lieben. Danke, danke. Hast du auch so ein Sieb? Was brauchst du? 10 Sekunden. Und Ende Gelände. Boah. Leck mich in den Tisch. Leck mich an den Tisch. Also für mich ist auf jeden Fall Freitag das absolute Highlight in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ich liebe das Süße. Und zum anderen werde ich live mitbestimmen, wer letztendlich die 3.000 Euro bekommt für den guten Zweck. So, ich gehe schon mal, Mario. Ja, wie immer machen wir das auch jetzt heute so mit dem gebührenden Abstand. Björn, dein Dessert. Also als absoluter Dessert-Legastheniker, der ich bin, bin ich jetzt echt zufrieden damit. Also Quarkschaum, karamellisierte Walnüsse, ist alles drauf. Hippen. Das Kompott ist drauf. Einmal ganz helles Apfelkompott. Komm, muss fertig sein. Muss also gut von sein. Hier sieht es super aus. Christoph, deine 35 Minuten, dein Nachtisch. Bist du zufrieden? Es hätte auch keine Sekunde kürzer sein dürfen. Mein Topfenstrudel, Topfenomelette, ist echt schön fluffig geworden. Die Früchte sind karamellisiert. Ich habe noch eine schöne Vanillesahne dazu geschlagen. Und die karamellisierten Nüsse habe ich gerade noch mal drauf gestreut. Alles drauf. Eieieiei. Und dann knapp. Fragen wir last but not least noch mal bei Frau Poletto nach. Conny. Ja, Frau Poletto ist auch fertig. On the way. Ach so, hier habe ich noch was vergessen. Ach, das sieht aber auch schön aus, dein Täschchen da. Ja. Ja. Bist du nicht zufrieden, Conny? Nicht so. Geht so. Mhm. So. Du bist ja jetzt immerhin noch in Führung. Und wenn Sie schon auf dem Tisch stehen, dann bitte ich jetzt auch den Meister der Mehlspeisen, Johann Lafer, zu uns an den Tisch. Bitte komm rein zu uns. Servus, Johann. Also, ihr macht einen sehr entspannten Eindruck. Kann das sein? Macht ihr einen entspannten Eindruck? Entspannten Eindruck heute? Nein. Nein? Nein. Also war das wird nochmal knapp. Ja, Dessert ist immer schwer. Du kannst gar nicht mehr. Trotzdem wollen wir dir das Wochenende versüßen. Ja, weißt du, ich kenne das von meiner Kindheit. Da gab es früher Freitag immer nur Nachtisch. Da gab es nie Fisch oder Fleisch. Es gab immer nur Süßspeisen. Und ich fühle mich echt zurückversetzt, muss ich wirklich sagen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ihr wisst ja ganz genau, dass man mit Süß bei mir immer viel Freude bereiten kann. Johann, ich darf noch mal ganz kurz den Fokus auf den Zwischenstand hier lenken. Gerne. Björn Freitag aktuell bis heute mit 7 Punkten hier auf der Tafel. Cornelia Poletto im Moment Spitzenreiterin mit 9 und Christoph Rüffer nach seiner Punkte-Berg- und Talfahrt mit 8 Punkten. Also das ist wirklich eine knappe Kiste. Ja, aber es geht um einen guten Zweck und es geht sicherlich um sehr viel Objektivität. Deswegen ist mir persönlich zunächst mal nur ganz wichtig, das, was ich auf dem Teller sehe und was ich schmecke und auch natürlich rieche. Ich sehe vor mir gebackene Apfeltopfen, also gebackene Apfeltopfen mit Rhabarbersalat. Also wie man hier sieht, Strudelteig, schön eingebackt, liebevoll angerichtet, Rhabarber, nicht zerfallen, noch Struktur. Die Erdbeeren, wir schauen uns mal das Säckchen an, ob das auch unten drunter gebacken ist. Jawohl, man sieht es hier. Der Teig ist zumindest fest. So, und jetzt kommt es darauf an, wie ist die Füllung. Ist auf jeden Fall heiß, das sieht man hier, es dampft schön. Ein bisschen wenig Salz oder ein bisschen wenig Zucker meine ich. Also vielleicht kann es sein, dass ein bisschen, also relativ wenig Zucker, aber
in Verbindung. Boah. Ganz schön sauer, aber ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass ein Nachtisch nicht unbedingt so ganz so süß sein soll. Also hier, wenn jemand gerne nicht so süß möchte, ist das eine perfekte Kombination. Ich finde Kompliment, Rhabarber mit Erdbeeren, dann dieser Topfen da drinnen, glaube ich. Also wirklich schön gebacken. Solltet ihr nachmachen, ist wirklich schön gemacht. Also erstmal Kompliment für Dessert Nummer 1. Dessert Nummer 2 ist hier ein Omelett mit glasierten Früchten und karamellisierten Walnüssen. Die Walnüsse, die waren hier drin in der Füllung. Okay. Denn hier sehe ich die Walnüsse draufgestreut. So, dann schauen wir hier mal. Also wenn man das hier durchschneidet, das fühlt sich sehr fluffig an. Das kann man hier sehen. Sehen Sie das hier? Also ein wunderbares, zartes Omelett. Das ist immer wichtig. Es muss so ein Hauch von nichts sein. Das scheint es hier wirklich zu sein, weil es so weich ist. Wahnsinn. Also das ist wirklich Meisterleistung, denn es hat hier ein totales gutes Verhältnis. Schmeckt gut. Ah, herrlich. Das sind keine schlechten Geräusche, ne? Was von dir gibt's? Nein, ne? Ich kann nichts sagen. Wirklich, also Mario, ich sag dir was, es ist sehr locker. So stelle ich mir Dessert vor, ist wirklich ganz fluffig. Also hier Kompliment zum Dessert Nummer 2. Aber ich meine, was sage ich da, wenn solche Meisterköche kochen, kann man nur Komplimente aussprechen. Jetzt kommt der Quarkschaum mit karamellisierten Walnüssen und Rhabarber Apfelkompott. Also immer Erdbeeren, Rhabarber, Apfel, Rhabarber, so. Das ist sehr schön strategisch angerichtet. Man kann hier genau sehen, die einzelnen Komponenten. Das ist auch mal eine wichtige Präsentationsart. Das sind hier so kleine Hippen oder Strudelblätter, karamellisiert. Das hier unten drunter ist ein Apfelkompott ist das. Der Rhabarber hier ist sehr schön gegart, weil Rhabarber zerfällt sehr leicht. Sieht man also hier, Struktur ist gut. Dann haben wir hier einen Quarkschaum. Ja, ich weiß nicht, der Quark ist so ein bisschen grieselig. Nicht ganz fein, aber auch nicht zu süß, schmeckt aber gut. So noch die karamellisierte Nuss. Wie auf dem Jahrmarkt. Das Einzige, was mich hier stört, ist, dass der Apfel nicht ganz intensiv ist. Ich glaube, der ist irgendwie im Wasser gekocht oder so. Weil der hat nicht so ein richtiges tolles Aroma. Aber sonst ganz schwer. Ganz schwer. Okay, Johann, Butter bei die Fische jetzt. Ganz schwer. Also, Schwierigkeitsgrad. Säcken machen, backen, Kompott machen. Mousse machen, Rhabarber garen, Hippenblätter machen. Johann, Omelette. Vielleicht fangen wir heute mal von hinten an und vergeben die Punkte von 1 bis 2 bis 3. Denn hier kann einiges passieren auf dem Tableau. Also definitiv im Verhältnis Aufwand zu dem, was ich auch geschmacklich erlebt habe, muss ich ganz klar sagen, ist wirklich ein Punkt diesmal der Strudelsäckchen. Ja? Das war die Frau Poletto. Macht dann in der Summe 10 was Points. Was passiert ist, Johann, genauso wie es dir mal passiert ist. Ich habe Salz und Zucker verwechselt. Ja, weil das ist, ich habe gesagt am Anfang, das schmeckt so irgendwie komisch. Ja? Ja. Schmeckt so nicht richtig. So nicht süß.
Ja, ja, genau. Ja. Ich habe extra gesagt, ich habe mich versprochen, aber es ist wirklich so, schmeckt leicht salzig. Ja. Gell? Aber ich meine, wenn du nicht ganz geübt bist, würde ich sagen, denken manche, naja, es muss so leicht süß sein, das passt schon so. Aber okay, da bin ich ja ganz glücklich. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich habe das hier sehr gelobt, bin ein bisschen unglücklich mit dem Mousse oder Schaum. Ansonsten ist es hier alles wunderbar und das Apfelmus könnte ein bisschen intensiver sein. Aber ihr habt es vielleicht schon gemerkt, für mich ist einfach als Patissier, der das leichte, fluffige liebt, einfach, das ist die große Kunst, weil es auch genau auf den Punkt fertig sein muss, ein Omelette zu machen, was aus dem Ofen kommt und nicht zusammenfällt. Deswegen sage ich es ganz ehrlich, aus Überzeugung, ich gebe dem Omelette hier, ja, eigentlich müssten beide 2 Punkte haben, aber ich gebe dem Omelette diesmal, weil es wirklich handwerklich perfekt ist, 3 Punkte und ich gebe dann dem heißt Backschaum 2 Punkte. Für den Björn macht in der Summe 9 und dann heißt es auch, dem Gesetz der Serie zufolge, 3 Striche mal wieder für Herrn Rüffer. Damit 11 Punkte. Und lieber Christoph, ich gratuliere dir. Tu mir bitte den Gefallen, der gute Zweck. An wen wollen wir spenden? Ja, erstmal hier. Ja, erstmal natürlich Bravo und Applaus. Nein, danke. Das soll die Leistung nicht schmälern. Wirklich eine heiße Woche hier. Vor allem, ich glaube, Johann hat sich heute noch mal richtig gefreut. Wir spenden 3.000 Euro. An die Stiftung Mittagskinder, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt, die Hausaufgabenhilfen machen, kochen ein warmes Mittagessen, kümmern sich auch sozial um die Kinder. Und gerade Kinder sind in der Zeit wieder die eigentlich gar nichts für eine Krise können, aber am meisten darunter leiden. Und deshalb denke ich, da ist es gut aufgehoben. Und deshalb 3.000 Euro an die Stiftung Mittagskinder. Und ein Riesenkompliment an euch die ganze Woche. Ich bin so stolz und glücklich, dass ich hier sitzen darf. Ihr habt mich super verwöhnt. Und ich kann euch sagen, Deutschland braucht keine gute Köche. Wir haben sie. Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den Alltag ein wenig versüßen. Lassen Sie sich inspirieren. Kochen Sie einfach mal wieder nach. Und ich möchte diese Woche beenden mit einem Zitat von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der einst sagte, in der Krise beweist sich der Charakter. Bleiben Sie gesund. Schönes Wochenende. Yeah, alle. Hammer.